Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Lager gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Die Gruppe Steiner wird von Norden hier angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Enzi. Feiglinge! Verreiter! Versager! Ich will sofort zum Bericht! Thank you.
Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Der Zeitpunkt ist da. Wir sollten das Spektakel beenden. Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Ich will Federn sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Das Leben vergibt keine Schwäche. Jetzt suchen Sie ihn. In jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Du weißt, der Treue. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Fegelein. Was meinen Sie? Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In 5 Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Wink! What?
und mache. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden. Zur Not mit Zivilisten. Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Ich verstehe Ihre Bedenken, Bunker. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer.
Führer. Als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Da! Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luft auf dem Führer und sofort aufhängen! Da! Dann entrüsten wir die Westfront! Stein, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er das Steiner angreifen. Das ist purer Wahnsinn! Das reicht! Aber alle dieser Verräter werden bezahlt. Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Kevins. Thank you. Mobilisiert den Norden. Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Danach wird die Lichterfolge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Thank you.
you. Den jeden Außenseiter als Gemeinschaft fremd durch. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Wissen Sie, Munkel, die westlichen Demokratien sind dekadent. Wir werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Es wäre mir leicht, davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Und ein ewiger Ruhe. Thank you.
Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Thank you.
sind wir jetzt herangekommen. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! Aber alle diese Verräterinnen bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen. Ich will, dass Göring sofort gemacht wird und alle Ämter aufgibt. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Fantasie! Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Ich hatte gut daran getan! Thank you.
viel Logik mir schon aus. Wie bitte? Ach, Unsinn! Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Was soll das heißen? Er ist Hitlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Das Leben vergibt keine Schwächen. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Mahlsdorf-Karlshorst gelangt. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Austrinken. Führerbefehl. Ganz Europa erobert! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Das ist Oder. Ich bin Feindansing! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist er Fahnenflucht! Verrat! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlt!
Was hat er daraus gemacht? Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Dann suchen Sie ihn! Krebs, was meint sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Thank you.
Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen! Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Die 9. Armee ist noch glaubend bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen!
einer gerechten Strafe nicht vergessen. Wie bitte? Ach, Unsinn! Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Die Logik der Frau. Wie bitte? Ach, Unsinn! Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.